Ich habe ein Quiz für euch. Und zwar könnt ihr heute testen, wie gut ihr darin seid, Shinies zu erkennen. Ich habe für euch 11 Fragen. Und ihr könnt euch das Video durchgehen und wenn ich die Frage stelle, einfach pausieren, wenn ihr ein bisschen Zeit braucht, um überlegen. Aber cheatet nicht und schaut auf Google nach, sondern schaut einfach, wie gut ihr darin seid. Ich finde, das macht ziemlich viel Spaß. Ich habe das Ganze live auf twitch.tv/leosmind gemacht. Seid das nächste Mal dabei. Mein Zuschauen hat es, glaube ich, ganz gut gefallen. Und nach dem Quiz seid bitte so lieb und geht in die Kommentare und sagt mir, wie viel ihr richtig hattet, wie es bei euch lief und vor allem, ob ich mehr davon machen soll. Wenn das euch nämlich gefällt, dann lade ich mir vielleicht auch noch andere PokéTuber oder Leute einfach ein, die Ahnung von Shinies haben und mach mit denen das Quiz. Also legen wir los. Wie gut seid ihr darin, Shinies zu erkennen? Leah's Mind. Um reinzukommen, einfach um reinzukommen, welches von diesen 4 Shinies sieht nicht so aus. 91%, 92% sagen D. Also, alle sind richtig. Alle Shinies sehen so aus. Außer D natürlich. Und D ist natürlich blau. Natürlich ist Relaxo blau. Eines der bekanntesten Shinies. Das war nur, um reinzukommen. Das war nur, um euch zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Es wird jetzt etwas schwieriger. Wir kommen direkt zur nächsten. Welches von diesen 4 Shinies ist nicht blau? Wir kommen jetzt zu den Farben. Ich habe gleich noch andere Farben. Welches von diesen 4 ist aber nicht blau, sondern eine ganz andere Farbe? Mal schauen, was bisher die Leute sagen. Hier ist schon nicht mehr so eindeutig. Hier ist schon nicht mehr so eindeutig. Wow. Das fandet ihr schon schwierig? Hahaha. Da kann ich sagen, ihr als Allgemeinheit, 58%, haben gesagt B. Und es tut mir leid, aber B ist falsch. Es ist C. Es ist C, Leute. Weberak ist blau. Ich hätte gedacht, Leute fallen auf Quaxo rein, weil Quaxo so fake aussieht. Aber Quaxo hat auch diese krasse Farbe. Wir haben noch ein paar vor uns. Gelb. Welches von diesen Shinies ist nicht gelb? Viele sagen A, B, A oder C. So ein bisschen so eine gemeine Sache habe ich bei jedes Mal versucht einzuführen. Beim letzten Mal war es Quaxo, weil es sehr fake aussieht. Und hier kann ich euch sagen, habe ich B eingeführt, als ein bisschen sowas Gemeines. Ich dachte, vielleicht werden viele von B ein bisschen irritiert, weil Sonnenkern, hey, das sieht doch genauso aus. Ja, Sonnenkern sieht in Shiny ein bisschen dunkler bloß aus. Aber welches von diesen Shinies ist nicht das Shiny? Und 80% haben A gesagt. Und ihr habt recht. Krebskorb ist in Wirklichkeit rot und wird rötlich, rot mit einem leichten Pink-Touch und ist nicht gelb. 80% von euch hatten recht. Easy. Das war easy, das habe ich mir schon gedacht. Es schämt sich ein bisschen, weil es ein bisschen ruselig ist, ja. Nächstes. Welches von diesen grünen Shinies ist nicht grün? Welches ist das Fake Shiny? Edition Grün. A, B, C oder D? Ich würde gerne die ganzen Namen sagen, aber dann würde ich mich blamieren, denn ich weiß die Namen von A und B nicht. Minun und Sandan und Vorentwicklung von Branavarz und B. A habe ich noch nie gesehen. Du hast das Pokémon noch nie gesehen. Das ist ein Gen 5 Pokémon. Ich glaube, B ist auch ein Gen 5 Pokémon. Die meisten sagen B, aber oh mein Gott, ihr habt euch richtig jetzt. A und B habt ihr euch so ein bisschen so 32% A, 39% B und auch C und auch D. Leute, euer Kollektiv hat wieder Unrecht. Es tut mir leid. Die richtige Antwort ist A. Was echt gemein ist, weil die Vorentwicklung von Branavarz ist blau, nur in Shiny wird sie ein bisschen heller blau. Aber sie wird nicht grün. Grün habe ich quasi hingefaked. Welches von diesen Shinies sieht nicht so aus? D wird deine Mutter. Die meisten sagen D, aber C sieht so aus. C wäre falsch gewesen. Die meisten von euch haben D gesagt und ihr seid natürlich nicht auf mein Bait reingefallen. Natürlich ist es D. Warum war D so gemein? Weil Latias und Latios sich so unglaublich ähnlich aussehen. Und ich habe einfach mal Latias zu einem Latios umgefärbt. Ah, ich dachte mir schon, dass das zu offensichtlich ist, dass ihr das dann. Ich kann die beiden nie unterscheiden. Ich weiß nie, wie Latios und Latias aussehen. Latias hat, glaube ich, nette Augen und Latios hat böse Augen. Okay, next. Finde das Fake Shiny. Jetzt ist es die Lila Edition. Welches von diesen Shinies ist nicht wirklich lila?
Und die meisten sagen B, Zwielicht. 75% sagen B. Und ihr habt recht, denn Zwielicht ist in Wirklichkeit rot. Da hätte ich gedacht, ein paar fallen drauf rein. Weil ich finde, es etabliert sich gut in diese Reihe. Okay, nächstes. Wir haben noch gemeine. Finde das Fake Shiny. Das ist easy, Leute. Das kriegt ihr hin. A, B, C oder D. Kann ich euch gleich sagen, das war so eine Wunschvorstellung von mir, so wie es Pokémon hätte machen sollen. Ihr seht gleich den Unterschied. Da denkt man sich dann immer, warum Game Freak, warum? Und die meisten sagen C, 88%. Es ist selbstverständlich C. Warum auch immer, haben sie sich gedacht zuerst, hey, wir tauschen einfach die Farben. Nidorina ist blau, Nidorino ist lila. In Shiny tauschen wir das Ganze und machen Nidorina einfach lila. Und Nidoking machen wir dann blau. Mann, sieht Nidoking in blau cool aus. Und was machen wir dann mit Nidoqueen? Das machen wir grün. Okay, next. Andere Fragestellung jetzt. Welches ist davon kein Shiny? Aber hier ist es nicht fake. Das Pokémon, alle Pokémon, die ihr hier seht, sehen so aus. Aber eins davon ist nicht Shiny, sondern die normale Form. Welches von diesen vier Pokémon ist nicht die Shiny-Form, sondern die normale Form? Und wenn ihr das jetzt hier alle einstimmig wisst, dann seid ihr echt krank. Weil mehr auf Fangfrage kann ich nicht gehen. Drei davon sind Shiny, eins ist nicht Shiny. C 54%, A 34%. Okay, okay, hat irgendjemand Fleckmon gesagt? Keiner hat Fleckmon gesagt. Wow. Warum hat keiner Fleckmon gesagt? Ich meine, gut, dass ihr nicht Fleckmon gesagt habt, denn Fleckmon, das ist die Shiny-Version von Fleckmon. Das richtige Fleckmon ist ein bisschen rosaner. Vulpix D, das ist auch die Shiny-Version von Alola Vulpix, die ist ein bisschen cremiger. C, Elekid, ist Shiny, denn es ist etwas gelber. Die normale Version von Elekid ist so wie Pichu, heller. Somit ist Pichu das, was Shiny ist, und Pichu sieht in Shiny nämlich so aus. Und ihr müsst euch bei Elekid andersrum vorstellen. Elekid wäre quasi so hell wie Pichu und Pichu ist so dunkel wie Elekid. Aber man hätte es andersrum machen können. Deswegen, ich verstehe, dass die meisten Elekid sagen, weil Elekid sieht noch normaler aus als Pichu. Pichu könnte man denken, oh, ist das heller? Ist die Shiny-Version heller? Aber dass niemand Fleckmon sagt? Respekt. Ihr habt alle Fleckmon in Karmesin gesucht. Aber jetzt kommt erstmal die nächste Frage. Finde das Fake Shiny. Welches von diesen vier sieht nicht so aus? Also ihr seid euch ziemlich einig. Ich hätte gedacht, da tun sich mehr Leute schwer. 66% aber nur B. Und C. C kennen wahrscheinlich ein paar nicht, weil sie Regigigas noch nie geshinyhunted haben. Das geht auch nicht in so vielen Spielen. In BDSP geht das. Aber es geht auch in Schwert und Schild. Und ihr habt recht. Regis sieht nicht so aus. Aber vielleicht nicht aus dem Grund, aus dem ihr denkt. Regis hat nicht so wie Registeel rote Augen, sondern gelbe Augen. Aber die Farbe ist richtig. Ich habe nur die Augen geändert. Regis ist ein bisschen blauer als das normale Regis. Aber ich dachte, ich kann euch verwirren, weil Registeel rote Augen hat. Registeel hat rote Augen und alle anderen Shinies haben gelbe Augen. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt zu unserem vorletzten. Welches ist kein Shiny? Welches von diesen vier Pokémon ist wieder die normale Version? Also alle vier existieren so, nur eins davon ist nicht Shiny, sondern die normale Version. Oh, viele verschiedene Antworten wieder. B, D, A. 67% sagen B, aber ein paar sagen auch D, ein paar sagen C und ein paar sagen A. Aber ich dachte mir schon, dass die meisten sagen, wenn du ein Togepi, Togetic, Togekiss hier hinmachst, dann wird es wahrscheinlich das auch sein. Weil das Unfairste von allen ist. Wie gesagt, Plusle wird einfach nur ein bisschen dunkelblau. Sonnfell wird auch einfach nur ein bisschen dunkler blau. Funpi, natürlich schwer zu sehen, aber das ist ein bisschen heller. Das ist nicht so blau, sondern wird weißblau. Und somit, ihr habt natürlich recht. Togetic ist das Fake. Also nicht Fake, sondern das sieht normal aus. Das ist jetzt das Shiny. Und zwar das Einzige, was man sieht, ist, es wird auch cremiger. Komischerweise sieht man das hier nicht, wie es cremiger wird. Aber im Spiel ist es ein bisschen cremiger, aber das, was sich tatsächlich ändert, die Farbe, das Muster, ist, die Farben tauschen sich. So, und jetzt haben wir noch ein Audio-Beispiel. Ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt spontan
ein Sound und ihr müsst sagen, welcher davon zu welcher Generation gehört. Welche Gen ist dieser Sound hier? Aus welcher Gen, aus welchem Spiel genauer gesagt, weil A und C sind beide Gen 8, aus welcher Gen ist dieser Sound? Also ich glaube, ihr könnt alle A und C ausschließen, ne? Weil das sind neue Pokémon. Die meisten sagen B. Ein paar sagen D. Und ich muss euch sagen, das hier, das ist der Sound, der ertönt, wenn ihr in Pokémon Rubin ein Shiny findet. Alle, die D gesagt haben, haben recht. Alle, die B gesagt haben, werden jetzt alles hinterfragen in ihrem Leben. Denn in Gen 2, da hört sich der Shiny-Sound so an. Wenn ihr dachtet, das klingt alt, was denkt ihr jetzt? Das ist der Sound aus Silber und Gold. Das ist der Sound aus Arceus. Und das ist der Sound aus BDSP. BDSP ist auch gemein. Aber es ist einfach die Qualität vom Sound, wo man es unterscheiden kann. Aber ja, Gen 2 ist halt komplett alt. Aber jetzt ist viel wichtiger. Wie fandet ihr das? Genau, also nochmal. Geht in die Kommentare und sagt mir euer Feedback, ob es euch gefallen hat, was wir vielleicht besser machen können. Vielleicht fallen auch noch andere Fragen ein, die ich benutzen könnte. Andere Art von Fragen zu Shinies. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.